Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dir heute erklären, wann sind zwei Geraden parallel? Wir fangen erstmal kurz an, den Begriff an sich zu erklären. Parallel bedeutet, die beiden Geraden, in einfacher ausgedrückt Linien, haben immer den gleichen Abstand. Das bedeutet auch, beide Geraden haben die gleiche Steigung. Gucken wir uns hier ein konkretes Beispiel an. Hier, die beiden wären parallel und die beiden hier sind nicht parallel. Übrigens, diesen Abstand, von dem hier die Rede ist, der wird immer rechtwinklig gemessen. Also von hier nach hier, das ist das und das ist immer der gleiche Abstand. Dann sagen wir, das Ganze ist parallel. Wenn wir die Geraden aber nicht vorgezeichnet bekommen, sondern so wie hier nur irgendwelche Geradengleichungen haben, dann müssen wir ein bisschen anders darum gehen. Also zur Erinnerung, beide Geraden haben die gleiche Steigung, das bedeutet, dass sie parallel sind. Und dann müssen wir uns vor Augen führen, bei einer geraden Gleichung ist die Steigung der Wert am x, also bei y gleich m mal x plus b, ist das m die Steigung. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier zur ersten Aufgabe gucken müssten, was ist zu der parallel, müssen wir gucken, ob sonst noch irgendeine Form x eine 2 hat, die hier. Also kann ich jetzt im Endeffekt sagen, die hier und die hier sind parallel zueinander. Gucken wir uns das bei der nächsten Aufgabe an. Achtet bitte drauf, nicht immer die Zahl, die links steht, ist die Steigung, sondern die Zahl hier vor x. Und achtet auch immer drauf, dass ihr das Vorzeichen mitnehmen müsst. Jetzt müssen wir gucken, haben wir sonst noch irgendwo eine minus 2 vor x hier? Okay, also können wir jetzt als nächstes sagen, dass das hier und das hier parallel ist. Gucken wir uns die nächste an. Das ist die hier. Hier ist es 1/2. Gucken wir. Und Achtung, nicht die 7, sondern der Wert von x ist wichtig. Also sind die beiden hier parallel zueinander. Jetzt gucken wir uns noch hier das letzte Beispiel an. Hier haben wir 9. Und Achtung, das ist nicht das vom Wert von x, das ist minus 1/2. Und Achtung, die beiden wären jetzt zum Beispiel nicht parallel zueinander. Also nicht alle Geraden auf diesem Planeten müssen parallel sein. Sie sind eben dann nicht parallel, wenn ihr das ausschließen müsst, wenn sie nicht die gleiche Steigung haben. Gucken wir uns noch schnell eine ganz klassische Aufgabenstellung dazu an. Bestimme eine Geradengleichung, die parallel zu f von x ist und durch den Punkt 2, 8 geht. Jetzt steht hier f von x ist gleich 2x plus 1. Lass dich nicht verwirren, dass hier jetzt plötzlich f von x steht. Bedeutet eigentlich genau das gleiche wie y, ist nur ein anderer Bezeichner. Gut, das heißt aber, die andere Funktion, die wir suchen, ich nenne die jetzt meinetwegen auch mal y, muss ja so aussehen, dass es auch 2 mal x ist. Oder der Unterschied ist jetzt aber hinten dieses plus b, das in der Gleichung vorkommt. Als nächstes nehmen wir jetzt die beiden Koordinaten hier, x und y, und die setzen wir jetzt hier ein. Dann haben wir 8 ist gleich 2 mal, was ist der x-Wert? 2 plus b. 8 ist gleich 4 plus b. Wir rechnen die 4 rüber. Dann 4 ist b und jetzt können wir sagen, diese andere Geradengleichung, die wir brauchen, also sieht so aus, y ist 2x plus b, b ist 4. Dann sind wir fertig. Wir können jetzt meinetwegen auch nochmal so hinschreiben. Am Endeffekt, wenn ihr so eine Aufgabe habt, könnt ihr die Steigung übernehmen und den b-Wert müsst ihr dann nochmal bestimmen. Ich hoffe, ihr konntet in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren.
Wenn du jemanden kennst, der gleich, im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.